Willkommen zur Oktoberausgabe von Wörtlich. Am 2. Oktober 1942 wurde Rudi Gelbart zusammen mit seinen beiden Eltern von Wien nach Theresien bzw. Theresienstadt deportiert. Durch das Zusammenspiel mehrerer glücklicher Fügungen kann die Familie der Vernichtung durch das NS-Regime entgehen. Beide Eltern sind aber schwer gezeichnet. Der Vater stirbt früh aufgrund der Folgen der Internierung. Die Mutter beginnt am Ende ihres Lebens an Angstzuständen zu leiden, hat Angst, wenn jemand an der Tür läutet. Ihr Sohn, Rudi, tritt kurz nach dem Krieg in die Sozialdemokratie ein und ist bis heute einer der aktivsten Beobachter und Gegner jener Kräfte, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder formiert haben und faschistischen, nazistischen oder antisemitischen Traditionen folgen. Wir haben in diesem Gespräch einige biografische Daten und Ereignisse übergangen, um andere dadurch in den Vordergrund stellen zu können. Vieles von dem, was wir jedoch beiseite gelassen haben, können Sie entweder in dem Film »Der Mann auf dem Balkon«, eine WIFA-Produktion aus dem Jahr 2008, oder in dem Buch »Die dunklen Seiten des Planeten«, in der Edition »Geschichte der Heimat«, ebenfalls 2008 erschienen, finden. Hören Sie aber nun wörtlich Rudi Gelbart. Man kann das jüdische Schicksal von einem Mann wie ich, der doch verbunden ist mit dem Schicksal seiner Gruppe, nicht verstehen, wenn man nicht weiß, was der Rassenantisemitismus so in Deutschland, Frankreich, so ab 1870, 72, der ja ein Totschlagantisemitismus war, nicht? Weil im Gegensatz zu früher war es doch so, wie der Schönau mal gesagt hat, was der Jude gehabt, die seinerlei, in der Rasse liegt die Schweinerei. Es war eine ausweglose Situation, wenn man gesagt hat, jüdische Rasse ist überhaupt wissenschaftlich haltbar, wenn man nicht weiß, die Pogrome ab 1881 in Russland, diese 10.000 Wochen Morde bei Pogromen, wenn man nicht die Rolle der Dreyfus-Affäre kennt, ja. Dieser unschuldige Hauptmann Dreyfus, der ja den Theodor Herzl zum Zionisten gemacht hat. Damals beim Prozess. Und zwar deshalb, weil man ja nicht geschrieben hat, tot Dreyfus, sondern tote Juden. Ja. Im fortschrittlichsten Land. Wenn man also nicht kennt die polnischen Handelsgesetze der Jahre 1926, die für eine aussichtslose Situation, zum Teil für den Mittelstand durch diese Beschränkungen. Wenn man nicht weiß, was das Entscheidende ist, die Ermordung von 2/3 des europäischen Judentums aus 25 Ländern, darunter 1,5 Millionen Kinder, verursacht erst durch Schlachthäusern auf Rädern, also den Massenerschießungen, dann durch Gasautos und dann in den 6 Menschenvernichtungsfabriken Auschwitz II, Birkenau, Majdanek II, Lublin, Treblinka, Belzec, Sobibor oder Chelno oder Kulnhof im Vatikan. Wenn man nicht weiß nach dem Krieg die Ermordung in Kelce in Polen im Jahr 1946, als Juden, da wenig Juden zurückgekehrt sind und 42 Juden grauenhaft gelyncht. Wenn man all diese Erfahrungen nicht weiß, die auch viele Juden selber nicht wissen, aber mich sehr geprägt haben,
versteht man unsere Verhaltensweise oder besonders von uns ehemaligen KZ-Häftlingen, zumindest in meinem Teil, überhaupt nicht. Wenn man diese historischen Erfahrungen nicht versteht, kennt und damit versteht. Herr Gelbert, Sie sind am 4. Dezember 1930 in Wien geboren. Damals war die Erste Republik gerade mal 12 Jahre alt und sie hat keine 8 Jahre mehr gedauert. Ich weiß, Sie waren noch sehr jung damals. Wie haben Sie Wien erlebt? Was sind die eindrücklichsten Momente? Was haben Sie als gefühlte Erinnerung an diese frühen Zeiten in Wien? Na, da muss ich auf meine Familie zurückgreifen. Mein Vater war ich komme ja von beiden Seiten ursprünglich, wie das bei Juden ja oft ist, aus sehr religiösen Familien. Mein Urgroßvater war ein chassidischer Rabbiner, mein Großvater war ein Gelehrter, ein Talmud-Gelehrter. Mein Vater war ein schon traditioneller Jude. Mein Vater war ein unglaublich lustiger Mensch, immer zu Streichen aufgelegt. Meine Mutter war eine eher ernste Frau, also eigentlich haben die ja gar nicht zusammenpasst. Und ich bin ja aufgewachsen, man kann es sagen, einer direkten Halb- und Unterweltgegend, aber es war so. Und damals waren die Leute, haben sich nie relativ gut verstanden. Die waren alle arm, weil natürlich gab es reiche Juden und Nichtjuden in Hitzing, in Döbling, in Währing, aber dort, wo ich war, war mal nichts gehabt. Ja. Und erst dieser durch den Einmarsch der Nazi ist ja diese unglaublichen Ausbrüche passiert, gleich nach dem Einmarsch. Man muss sich ja vorstellen, man hat die Leute aus den Häusern geholt und hat das Gruppenkreuz, also das Symbol des autoritären Ständestaates, wenn man höflich ist, wenn man nicht so höflich ist, ist es aus dem Faschismus, haben mit Säure entfernen müssen. Und das war eine Gegend, mein Vater hat dort in einem Café verkehrt, das ehemalige Café Fritsch, und dort waren auch Prostituierte. Diese Frauen haben sich, die ja auch natürlich Außenseiter waren, grandios verhalten, menschlich grandios. Wir waren da, ja, waren ja noch länger dort, haben uns was zugesteckt zum Essen. Für diese, wie man in Wien sagt, Huren, waren die Nazi verrückte Leute. Sie waren, wie gesagt, ungebildet, aber was wollen die? Das sind doch nette Leute und der Boy war einer der letzten. Was soll das alles? Und da gab es auch als Beispiel nur diese achtköpfige Familie. 6 Kinder waren am Verhungern fast. Und eine dieser Töchter hat ausgeschaut wie die junge Rita Hayworth. Solide junge Mädchen. Und die ist am Strich gegangen, um Geld für die Familie, die wurde dort wie eine Heilige fast verehrt, weil die hat es ja nur gemacht, damit die Geschwister und der Vater, der mit blutenden Herzen, welcher Vater hat erfreut und die Tochter. Ich denke, sage ich offen, doch gerne noch an diese Jugend zurück und immer vor, zum Beispiel, wie meinen 75. Geburtstag gehabt habe, das ist groß gefeiert worden. Und meine Frau kennt es von mir, kann es vorkommen, dass ich immer Taxi nehme. Und um 2, 3 in der Früh weiß ich, das kommt einmal in 10 Jahren vor, durch diese Straßen gehe, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Ich bin nach wie vor innerlich da sehr verbunden. Und es gab Hinterberger, ne, der dort die ganzen Mundelsachen geschrieben hat. Ja. Der hat einmal sehr gerade gesagt, als über seine Figuren, Sanarleit,
und keine Dummen. Das ist ganz falsch. Die haben nicht Marcel Proust gelesen oder Robert Musil oder Hermann Broch oder James Joyce. Aber in der Einschätzung von Situationen und Menschen, sagte sehr wiff. Ja. Also die, zu glauben, dass das Leute sind, die dumm sind, ist ganz falsch. Außerdem gab es ja dort eine eigene Gruppe, ich habe die weniger, mein Vater hat mir erzählt, von Unterwäldern. Man nannte sie Galeristen. Mhm. Galeristen waren also, das gibt es ja heute gar nicht mehr, waren, wenn sie wollen, Unterweltfiguren, gar keine Frage. Stoß, also wo man Leuten. Ja. Ne? Aber die gewisse Regeln kannten. Zum Beispiel, wenn dort einer alten Frau weggenommen worden wäre, ein Geldbeersel, hätten die das dreifach hier zurückgegeben. Also, wenn man will, eine gewisse nennen sie Gaunerehre, dort gab es gewisse Regeln. Ja. Das, was die Adeligen nennen, ist erkürzig. Also das ist eine eigene Welt gewesen und ich habe sehr viel dort gelernt. Vor allen Dingen an rascher Entscheidung. Ich habe doch Sachen erlebt, kurz bevor ich ins KZ kam, wo ich durch die Böcklinstraße gehe und plötzlich umringt von einem Fähnleinführer, mich immer sehr interessiert, für die Chargen der SS und der. Weil ich habe immer gewusst, das sind die Gegner, das muss man genau kennen, mit 10 Jahren. Ja. Und die umringen mich. Na doch, wie man in Wien sagt, na, die stampfen mir jetzt durchs Kanalgitter. Und da habe ich gesagt, na, was wollt ihr von mir eigentlich? Was habe ich gemacht? Und dieser Fähnleinführer, ich würde ihm sogar heute noch die Hand geben. Warum? Der hat mir auch geschaut, hat mir mal so einen Spitz gegeben. Also ein Judenjunge muss ja wissen, wo er in der Hierarchie ist. Und die anderen haben mich schon hauen wollen. Die waren ja älter wie ich. Ja. Und da muss doch sein Gehirn gegangen sein, naja, der ist ja nur so klar, wir sind da 5, 6. Das ist ja nicht fair. Nicht? Hat man nur einen Fußtritt gegeben? Das hat er schon doch viel getan. Dann, und hat dann gesagt, na gut, renn schlecht, die kleine Judenbohr. Das war unter Anführungszeichen schon ein Humanist, weil der hat das Ärgste verhindert. Also noch irgendwie angeborener Fairness, naja, den 12-Jährigen da zusammenschlagen. Das. Wann war das ungefähr? Das war circa im September 1942. Weil im Oktober 1942 waren wir schon auf dem Weg nach Theresienstadt. Ja. Herr Gelbert, haben Sie in der Zeit vor dem Anschluss schon Antisemitismus persönlich kennengelernt? War es für Sie ein Thema? Nein, eigentlich nicht. Nein. Nein, da kann ich mich nicht erinnern. Ich war in der ersten Volksschulklasse, da sind wir ja gleich nach dem sogenannten Anschluss einmarsch der Deutschen. Aber das kann ich. Habe ich nicht erlebt. Gut, da war ich ja ungefähr 7. Also keine 8 Jahre. Ja, ja, mit den Nazis gekommen sind, war ich März, da war ich 7¼. Ja. Nein, habe ich nicht. Aber dann natürlich gab es ja unglaubliche Sachen. Nicht? Für uns war ja entscheidend der September 1941, als jeder Jude, jede Jüdin ab den eben diesem Datum, ja, einen Judenstern tragen musste, am 6. Lebensjahr. Ja. Das war ja grauenhaft, obwohl es vorgekommen ist, und ich sage das immer wieder sage ich das, dass die Leute, die dagegen waren, habe ich nicht gesehen. Also für mich, von mir werden sie nie hören, die Wiener, weil bei allen Sachen, die ich gesehen habe, nicht? Also an grauenhaften Sachen in der Franzenbrückenstraße, wie alte Rabbiner in einer Möbelhandlung haben sie weggeschoben und die haben da Kniebeugen machen müssen, sage ich immer dazu,
Und zwar nicht diskussionstaktisch, sondern ich sage immer, die dagegen waren, habe ich nicht gesehen. Weil bei uns im Haus, kann ich mich gut erinnern, wie die Rede von Schuschnigg war, der zwar kein Antifaschist, aber ein Antinazi war, das muss man ja unterscheiden, was so wahnsinnig, waren in unserer Wohnung Juden und Nichtjuden. Da war dann zum Beispiel ein gewisser Wessely, das war ein Sozialdemokrat, da ist der Kommunist geworden, der hat gewarnt. Dann zwar heute Schwestern, hat man gesagt, Monarchistinnen, ja, die auch gegen die Nazi. Und jeder hat geahnt von denen, ich habe das, da kommt etwas Grauenhaftes auf uns zu. Also ich habe immer gewusst, es gab auch andere. Immer. Ja. Ich war auch schon bei Diskussionen 1946, wo es ging um die deutsche Kollektivschuld, gegen die deutsche Kollektivschuld, weil ich ja wusste, dass die ersten Häftlinge in den ersten Konzentrationslagern, Dachau, später Buchenwald, Sachsenhausen, waren Deutsche, die Faschisten, Kommunisten, Sozialdemokraten, auch einzelne bürgerliche Politiker, auch später bewusst Pastoren der protestantischen Kirche, der bekennenden Kirche. Ja. Also ich habe da immer eine Minderheit, gar keine Frage. Ja. Aber ich habe das immer gewusst. Haben Sie schon nach dem Anschluss als Kind und Jugendlicher damals dann so etwas wie ein soziales Vakuum empfunden? Also haben sich Leute, mit denen Sie vorher gespielt haben, nicht mehr gemeldet und gesagt? Ja, natürlich war man dann isoliert. Wir haben sofort aus unserer Wohnung weg in eine Kellerwohnung müssen. Man war ja zurückgedrängt. Und da komme ich auf eine Parallele nach 1945. Als ich aus dem KZ zurückkam, ich habe ja nie gerechnet, dass wir überleben. Ich kann mich erinnern, es war Nacht im Jahr 1944, und man dachte, naja, das überlebe ich nicht, das ist aus. Als Sie krank im Lazarett lagen. Ja, ja. Und da war es so, dass man ja erst nur unter sich verkehrt hat. Also ich habe verkehrt mit Juden. Rom habe ich damals nicht gekannt, aber die habe ich ja als eine verwandte Gruppe, weil man muss ja eines sagen, was sehr wichtig ist. Nicht alle Opfer waren Juden oder Roma, aber alle Juden und alle Roma waren Opfer. Die waren beide Gruppen zum Tode verurteilt, vom Baby bis zum Alten. Das muss man immer sehen. Polen haben sehr viel mitgemacht. Aber die beiden waren zum Tode verurteilt. Ich habe dann nach dem Krieg natürlich sehr gesucht, Widerstandskämpfer, aber in einer Form, obwohl ich ja alter Roder bin, seitdem bin eingetreten, nicht einmal mit 17 in die Sozialdemokratie, am linken, aber schon antistalinistischen Flügel. Das würde zu weit führen, da gab es drei Schattierungen, aber wir sind ja nicht hier in einem historischen Seminar. Aber es gab einen pro-stalinistischen Flügel in der Sozialdemokratie? Ja, es gab die Gruppe um den Zentralsekretär Erwin Schaaf, der dann aus der Partei ausgeschlossen wurde. Später eine, man kann sagen, pro-kommunistisch-linkssozialistische Partei bis 1956 gegründet hat und dann in die kommunistische Partei ging. Manche sind nicht mitgegangen. Und der dort ein Scharfmacher war, war interessant. Der war dann ein Ganzer, ein Hardliner. Mhm. Zum Beispiel während des Einmarschs der Sowjetunion und der Verbündeten außer Rumänien in Prag 1968. Ja. Also ich habe Verkehr erst mit Juden, KZlern, aber auch Rechten, Leuten, Legitimisten, Monarchisten auch. Das heißt, ich wusste auch von Leuten, das habe ich sehr rasch gewusst, des ersten Dachauer Transportes, dass dort die Bürgerkriegsgegner zusammen im Transport waren. Man muss ja wissen,
laut Rudolf Kalmer, der ja am ersten Tag vor Transport war, am 1. April, Zeit ohne Gnade, die haben sich ja 10 Stunden gegenseitig ohrfeigen müssen, anspucken, ins Gebäcknetz raufgehen, unter die Bänke kriechen, wer geblinzelt, ist geschlagen worden. Nicht? Also die späteren konservativen Bundeskanzler, also Fiegel und Gorbach und Vizekanzler Bock von den Sozialdemokraten, der Ohler, der dann später ausgeschlossen wurde, und andere. Natürlich standen mir die näher, aber ich habe immer gewusst, da gibt es welche, die sind zwar keine Antifaschisten, haben ja mit dem italienischen Faschismus kollaboriert, aber Todfeinde der Nazi. Was manche heute nicht so sehen. Zum Beispiel, ich bin immer dagegen, wenn man bei den farbentragenden Studenten nicht unterscheidet zwischen Burschenschaften, Sängerschaften, Chors, denn die katholischen CV und MKV, die haben dieselbe Kleidung, ja. Aber das ist dasselbe. Sind ja oft gegeneinander. Also ich bin da immer ein Mann der Nuancen. So wie man wissen muss, zwischen 4 und 38 die ostmärkischen Sturmschauen, die Heimwehr, der Freiheitsbund, man muss es nicht überbetonen, die Nuance, aber kennen sollte man es. Ja. Weil man dann ganz anders argumentiert. Herr Gelbert, ich muss noch was sagen, ja, dann gerne. Später natürlich in den Jahren 1951 war ich schon im Art Club und mit Künstlern, war ja sehr jung, hatte ich natürlich gewusst, dass in Kosraum eine kosmopolitische Position. Dann hat sich natürlich die Kontakte nach außen erweitert. Dann war mir schon klar, da gibt es nicht nur die verfolgten Juden, Roma habe ich damals fast keine gekannt, oder eben die ehemaligen KZ-Häftlinge und Gegner, sondern da gibt es Menschen, die liberal, die Weltbürger sind und so weiter. Aber das hat sich erst so 50, 51 bei mir ergeben. Man wusste nie, wer der andere ist. Ja. Ich wusste es ja nicht. Ich habe ein Erlebnis gehabt, da habe ich eine sehr nette junge Frau kennengelernt, wäre vielleicht fast für immer gewesen. Und sie sagt zu mir, so geht das nicht weiter, sei nicht böse, meine Eltern wollen wissen, wer du bist. Ja. Kommen in eine Riesenwohnung in Währing, so hat man noch nicht gesehen. Beim Essen waren ihre Eltern, die Schwester ihres Vaters und sie und ich. Und plötzlich sagt der Mann zu mir, der Vater, ein Anwalt, junger Mann, ich interessiere mich so für Kriegsgeschichte. Sagen Sie, bei welcher Division der deutschen Wehrmacht hat denn Ihr Vater gedient? Und jetzt habe ich gewusst, jetzt muss ich das Spiel machen, Cold One, wenn Kinder was suchen. Und habe zu ihm gesagt, ja, mein Vater hat bei keiner Division der deutschen Wehrmacht gedient. So. Konnte ja für den Führer nicht kämpfen. Aber wenn du gleich gewusst, wo ich bin, war ein Rechtsanwalt, also ein Mann, der logisch dann gesagt hat, war Ihr Vater krank? Sag ich, nein, mein Vater war auch nicht krank. War Ihr Vater ein Gegner des Führers? Sag ich auch. Und der war doch weil sofort, das heißt auch, so wie mein Vater war Jude. Darauf nimmt die Mutter die Hand von mir und sagt, aber Ihre Mutter ist doch nicht Jüdin, Christin. Sozusagen, wenn da was passiert ist, hat die heute mit einem Halbjuden eine sexuelle Bindung. So genau, dann kann man sicher in einer Familie 18 Generationen jüdisch. Wir haben gerade eine Suppe gegessen. Die Schwester von den Vatern hat so plötzlich mit dem Löffel an diese Suppe geschlagen, an den Teller. Und das waren ja unterzogene Leute. Aber ich habe gesehen, das habe ich dann nach ein paar Minuten Totenstille gesagt, Entschuldigung, ich habe noch eine Farbe, darf mich nicht. Und die haben uns dann Privatdetektive nachgeschickt, weil sie wissen wollten,
Na, wie weit ist denn die Beziehung gegangen? Sie ging auch weit. Ja. Sozusagen, um Gottes Willen, Arme mit den Juden, Rassenschande, sie doch ewig geschändet im Blut oder was, die so angedacht haben. Bis ich dann gesagt habe, du, Hanni, ist die, das hat unsere Beziehung so traurig, es ist leider keine Zukunft. Du kannst ja nicht, ich trenne mich von der Netze, gemacht, das ist kein Bild. Also man hat ja tolle Dinge erlebt. Das ist so eine Begegnung. Da schreibt die Vorsicht gleich nach dem Krieg mit wem verkehren. Nicht? Wir haben ja auch ein ganz tragisches Schicksal, nicht? Dass ein Onkel von uns mit seiner geistig zurückgebliebenen Tochter, bin leider, ihr wollt es immer aufrollen, ja, wurde in Stetteldorf in Niederösterreich, war das, so hat man mir erzählt, so gepeinigt nach dem November 38, dass der mit seiner Tochter in die Donau gegangen ist. Aus Verzweiflung. Naja, und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Das heißt, wir haben einmal Zusatznamen bekommen. Nicht? Jeder Jude hat ja den Namen Israel bekommen. Ja. Jede Frau Sarah, wir haben in den Ausweisen, das J bekommen, ja. Das war ja die Idee eines Schweizer Beamten, ja, dass man gleich gewusst hat, wir sind Juden. Das heißt, das Netz hat sich ja immer mehr zusammengezogen. Ja. Eine Maßnahme nach der anderen, Ausgangssperren, die Lebensmittelkarten, wir haben schon fast nichts mehr bekommen. Das heißt, immer mehr, das war ja die Taktik, da brauche ich nur an die Wannsee-Konferenz denken vom 20. Januar 1942, wo ja die Frage war, erst einmal in die zweiten Bezirke einmal die Juden konzentrieren, nicht in Wohnungen, haben wir dann gewohnt, in der Wohnung zwei, drei, vier Familien und dann eben nach der Konzentration, dann also die Kennzeichnung. Und dann eben die Fahrt nach dem Osten, wie es hieß. Und ich hatte geahnt, dass das noch viel ärger sein wird. Nicht? Und Theresienstadt hat ja, ich nehme das gleich vorweg, drei Funktionen gehabt. Die erste Funktion war, man wollte Interventionen verhindern, so auf Rat. Das ist eher für alte Leute, Interventionen für Juden, die bekannt waren. Das zweite war, es war die Durchgangsstation in die Menschenvernichtungsfabriken im Osten. Man muss ja die KZs unterscheiden. Zum Beispiel Mauthausen war ein KZ der dritten, härtesten Kategorie. Die Hälfte hat es ja nicht überlebt, aber die anderen Lager, nicht? Auschwitz, und Majdanek war beides Kombinat, aber die vier anderen, Treblinka, Benzet, Sobibor und Kulmhof, waren ja ausgesprochene. Da haben ja, ich glaube, bei Benzet zwei nur überlebt, die sogenannten Arbeitsjuden. Und die dritte Funktion war natürlich Täuschung des Roten Kreuzes. Ist ja lächerlich, was die Schweizer, ich meine, da gibt es Spezialisten, die sicher mehr darüber sagen können. Dann gab es ja diesen grauenhaften Film, der Führer schenkt den Juden, wie man gesagt hat, eine Stadt, eine einzige Lüge, nicht? Weil die meisten sind ja dann nachher nach Auschwitz gekommen. Dass ich überlebt habe, hängt von meiner Mutter ab, weil sie war in einem kriegswirtschaftlichen Betrieb der deutschen Luftwaffe. Ja. Da hat das so Klima gespalten und wie Sie ja wissen, im Oktober 1944 war ja der Aufstand des Sonderkommandos in Birkenau. Nicht? Also wo dieses Ärgste, was überhaupt passiert ist, wo ja das jüdische Sonderkommando bei den Gaskammern gearbeitet hat. Das wurde gesprengt. Da konnten sie uns ja nicht mehr hinbringen. Sie wollten dann, das wissen wir aus den Erinnerungen von Murmelstein, des letzten Judenältesten,
Gaskammern im Jänner 1945 in Theresienstadt bauen. Das wurde aber sabotiert, das heißt, es hat ein unglaublich mutiger Mann der technischen Abteilung, also trotz des den Lagerkommandeur am Kopf zugesagt. Der hat ihm halb tot geschlagen, aber es ist nicht mehr zum Bau der Gaskammern gekommen. Also in Theresienstadt gab es keine. Wobei ja alle unsere drei Kommandeure waren Österreicher, ne? Der Seidel, der Hauptsturmführer, ja. Hauptsturmführer, der dann in Ungarn war mit dem Eichmann-Kommando, mit dem Sonderkommando Eichmann in Ungarn. Der zweite war überhaupt der Ärgste, der Burger, auch ein Österreicher. Und der dritte war auch der Rahm, der ist dann gehängt worden, der Seidel auch in Wien nach 1945. Der dritte wurde in der Tschechoslowakei gehängt, der zweite, der ist geflüchtet, der Burger. Auch der Chef der Lager-Gestapo war ein Wiener. Ja. Die ja zum Teil auch überkompensiert haben, die zeigen wollten, wir sind keine schlappen Ostmärker. Aber es gab Häftlinge, die der Meinung oft waren, dass die Österreicher oft noch ärger waren. Sie haben ja auch einen sehr großen Anteil gehabt, ne? Bei der Vernichtung der Odilo Globocznik. Ja. Richtig, ich meine, er war doch entscheidend bei der Aktion Reinhardt. Ja. Hermann Langbein beschreibt in seinem Hab Buch. Habe ich gut gekannt, den Hermann Langbein. Welchem Buch die Stärkeren? Nein. Oder Menschen in Auschwitz. Menschen in Auschwitz. Grandioses. Besonders das Kapitel Sonderkommando und Sexualität in Auschwitz. Ja. Langbein schreibt auch über die unterschiedliche Beurteilung von Frankl und von Primo Levi bezüglich der Täter. Sie beschreiben im Film einmal einen Lastwagenfahrer, Poljak, der Menschen umgefahren hat zum Spaß. Ja, nicht jeden Tag, bitte. Das ja. Nein, das war, ich glaube, ein Volksdeutscher, der Poljak. Das war ja nicht leicht. Theresienstadt ist eine alte Festung gewesen, nach der Kaiserin benannt. Ne? Da schnell mit einem Traktor durchzufahren, da hat man schon gut fahren müssen. Das war für den gelegentlich, so sagt, ich habe es ja selbst nicht erlebt, oder niedergeschoben. Ne? Und ja. Poljak. Ja. Sie beschreiben es, dass Leute, wenn zum Beispiel Wohnungen geräumt wurden. Die konnten sich ganz unterschiedlich verhalten. Die konnten sagen, es tut mir leid, ich kann nicht anders. Oder sie konnten einen noch schlagen. Natürlich. Ja, zum Beispiel, wie man runtergegangen ist. Ja. Gab es welche, die noch einen Fußtritt gegeben haben. Und welche, die in die Wohnung gegangen sind, schrecklich, was man mit den armen Menschen macht. Und man kann nicht vorwerfen, was hätten sie tun sollen. Ja. Man, das muss man auch sehen. Ja. Das ist, wie gesagt, vom Schrecklich. Ich meine, ja, wie man sich da verhalten hat. Und haben Sie für sich eine Antwort gefunden, was die Gründe sind für Menschen, dass sie sich so oder so entscheiden? Naja, das eine ist Hetze gewesen, einfach durch Hetze. Austoben von sadistischen Gefühlen. Ja. Und bei anderen sicher ein starker Rest oder sogar mehr von Anständigkeit, die sagen, wir können da nichts machen, aber was hier passiert, ist ja schrecklich. Politischen Gegner, ist ja gar keine Frage. Ne? Da kommen wir ja zur Frage auch einer eigenen Gruppe. Der sogenannten Schlurfs, das waren jene zum Teil, das waren keine, man kann sagen, Widerstandskämpfer, das waren Individualisten, ja. Zum Teil waren sie wahrscheinlich so Arbeiterfamilien, eher aus roten Familien, die also gehabt haben, so einen Scheibenschwanz da hinten, so und da und so hohe Böck, wie man gesagt, hohe, und die alles gemacht haben, was den Nazi nicht passt, hat noch nicht lang. Ja. Weil die sind dann von HJ-Streifen, hat mir ein Heferl aufgesetzt und abgeschnitten und die Schlurfkatzen, die waren ja, die sind gegangen mit kurzen Röcken und haben ja ein Leben gelebt wie Woodstock. Na, nicht lang, bitte, weil das haben die Nazi nicht lang. Ja. Dann gab es ja auch die Swing-Jugend, ne, die also gestanden sind auf
Benny Goodman, das war für die Nazi-Judenmusik, oder Louis Armstrong, Negermusik. Und die waren immer an einer Ecke, das war in der Roten Kreuzgasse, und haben plaudert. Und war das letzte jüdische Kind, die war ja auch jünger. Und die waren sehr menschlich, die haben gesagt, komm her, Rudi. Und haben, seither hat mich immer interessiert, die Geschichte der amerikanischen Unterwelt, der Mafia, damals hat man eine Cosa Nostra gehabt. Und die waren menschlich zu mir. Ja. Es gibt ja eine wunderbare Anekdote von Arik Brauer. Der hat, er war ein sogenannter Geltungsjude, das heißt, der ist jüdisch erzogen worden, galt den Juden gleich, und hat Fußball gespielt mit Schlurfs. Er hat mir das erzählt. Ja. Plötzlich kommt der HJ-Streifer und sagt, was, mit so einem Saujuden spielt sie? Ja? Und die Schlurf, und ich sag, haben sie da weglaufen müssen, und gesagt, du Nazi, wir spielen mit allen, die gut kicken können. Also sie haben nicht die französischen Enzyklopädisten gelesen, ja, aber in der Gesinnung kicken muss er können. Was der sonst ist, ist wurscht. Ja. Da ist ein guter Zeuge der Arik Brauer für so Geschichten, weil der war ja bis zum Schluss hier. Ja. Sehr interessant. Wie beurteilen Sie hinterher den nicht-politischen Widerstand? Welchen meinen Sie? Wie die Schlurfs. Sehr positiv. Schauen wir, ich habe meine Einstellung im Laufe der Jahrzehnte. Klingt fast ein bisschen naiv, wie die Schlurfs aufgetreten sind, aber. Nein, die waren natürlich Gegner der Nazis, waren keine Ideologen. Ja. Aber die haben sie nicht vorschreiben lassen, ob sie Benny Goodman hören wollen. Oder eben Louis Armstrong und diese Arme. Aber sie ist ja nicht lang, erstmal haben sie einrücken müssen. Und zweitens haben durch die HJ-Streifen rigoros da durchgegriffen. Also es gibt ja einige Bücher über die Swing-Jugend in Berlin, in Hamburg, die ja dann in den Jugend-KZs waren. Ne? Ja. Dann ja viele nicht über berühmte Leute. Ne? Ja, Beispiel der die Jazz-Sendung hatte. War ja ein Eingesperrter da im Radio. Und es waren einige hier. Im weitesten Sinn war auch der ganz junge Qualtinger bei einer Gruppe, die sie am Stephansplatz in einer Bar getroffen haben, die halt antinazistisch waren, obwohl er seiner, so viel gehört hat, Nazi. Sein Vater war Nazi. Ja, und ja. Hat ihn rausgeworfen dann. Ja, ja. Ich habe ihn ja nur nicht persönlich kennengelernt. Ja. Ja, natürlich als Kabarettist. Aber naiv, nein, man muss etwas sehen, ich sehe es heute anders. Um wirklichen Widerstand zu leisten in einer solchen grausamen Diktatur, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja noch eine grandiose Zeitzeugin, meine liebe Freundin Käthe Sasso, die ist über 90. Ja. War im Widerstand und lange Zeit eingesperrt. War ich habe sie kennengelernt und man sagt, die Frau ist doch sensationell. Die war im Landesgericht und ja noch fast so viele Frauen wurden ja geköpft. Die jüngste war diese wunderschöne Annie Gräf, die war nicht einmal 19, wie sie hingerichtet. Und die hat ja die eine noch gesehen und gesprochen. Und dann war sie in Berlin und dann in Ravensbrück mit dieser unvergesslichen sozialdemokratischen Abgeordneten, der Rosa Jochmann, die war ja charismatisch, unvergesslich. Ja. Und die hat ja grauenhafte Geschichten, zum Beispiel von einer Hinrichtung, wo die zur Hinrichtung geführt wird, ich glaube Fischer hat die geheißen, und der Mann ist schon im Jänner hingerichtet worden und die schreit auf dem Weg, also in die Zelle, in die, wo sie ja nur mehr ein paar Stunden, mein armes Kind, mein Erika, und das sind die Zeitzeugen, da gibt es ja auch einen Film über die Käthe Sasso, glaube ich, naturgescheite Frau ist, sensationelle Zeitzeugen. Wo ich gefeiert wurde mit ihr, habe ich gesagt, Moment, hallo, hier, diese Frau, ja, die hat auch gesehen,
die Schwester Restituta. Ne? Man muss sich ja vorstellen, wie die Restituta gestorben ist. Ne? Die kommt rein, weiß gekleidet, so wird es berichtet. Ich glaube, drei Priester waren, zwei römisch-katholische und ein evangelischer. Es ist ja wegen Abschreiben eines Anti-Hitler-Gedichtes von einem Arzt verraten worden. Ja. Unglaublich mutige Frau. Und ihre letzten Worte waren, hat gesagt, Jesus näher zu dir. Und bei der Tür, dort war aber der protestantische Pastor am nächsten, hat so gesagt, machen Sie mir nur ein Kreuzerl auf die Stirn. Und dann noch 10, 12 Sekunden war das frei. Die Frauen waren ja unglaublich. Und weil wir von Auschwitz gesprochen haben, die Frauen, die in der Munitionsfabrik gearbeitet haben, polnische Jüdinnen, und die reingeschmuggelt haben, praktisch für die Herstellung von Sprengstoff. Die sind ja unglaublich mutig gestorben, weil sonst hätten ja die nicht den Aufstand in Auschwitz II in Birkenau machen können. Die Rolle der Frauen waren ja unglaublich. Hier an Mut, an Folterungen. Ich sage ja auch als polnische Jüdin. Mhm. Es gibt ein Wort von Elie Wiesel, dem Auschwitz-Häftling und Nobelpreisträger, der mal gesagt hat, die es nicht erlebt haben, können es nicht verstehen, und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und die es erlebt haben, werden nie alles sagen. Weil das, was wir erlebt haben, war das, was eben der Dan Diener, der berühmte Professor für Zeitgeschichte, ein ausgesprochener Zivilisationsbruch. Man muss sich einmal vorstellen, dass der Dr. Mengele, der ja kein Chefarzt war, das war der Dr. Wirz in Auschwitz, war ein zweifacher Doktor, bitte. Ja. Auch Doktor der Philosophie und Doktor, das war ja ein hochgebildeter Mann. Und ich glaube, er hat es von der Johann Wolfgang Goethe, und der Titel ist ja nicht in Auschwitz. Ja. Ja. Das ist ja das Phänomen, was ja deutsche Juden, wir hatten ja alle Gruppen im Lager, assimilierte Juden, orthodoxe Juden, zionistische Juden, Juden, die Atheisten, Agnostiker waren. Ja. Ein Teil der deutschen Juden, es gab eine kleine Gruppe vom Verband Nationaldeutscher Juden, hat mich sicher lange Zeit nicht vorstellen können, in Deutschland, dass Goethes, das passieren wird. Ja. Kants, Schillers, unzugänglich. Das ist ja das Unglaubliche. Und wenn Sie bei der Wannsee-Konferenz schauen, von den 15 Teilnehmern der Wannsee waren doch 9 Akademiker, darunter fast alle Juristen. Ja. Sogar die höheren SS-Führer und Polizeiführer, die direkt Himmler unterstanden sind, waren doch alles Juristen. Der Dr. Schöngard und der Dr. Lange, das waren doch nicht Seeräuber, die mit einem Messer da herumgegangen sind im Mund. Das ist ja das Unfassbare. Ja. Und wenn man sich ansieht, diese Generation, zum Beispiel der Stellvertreter vom Heydrich, der Werner Best, der Jurist der Gestapo, das ist eine unglaubliche Biografie von dem Werner Best. Das war doch eine Technokratengeneration. Das waren doch keine noch einmal ungebildeten Idioten. Schauen Sie sich einmal an, es gab 12 SS-Hauptämter. 12. Ja. Darunter war das wichtigste SS-Hauptamt natürlich das Reichssicherheitsamt 1939, was also war, der Geheimdienst der SS, der Sicherheitsdienst, Kriminalpolizei und so weiter. Das Reichssicherheitshauptamt hat 7 Hauptabteilungen gehabt. Die wichtigste war die Hauptabteilung Römisch 4 Gestapo mit 14 Unterabteilungen. Dieser Mord ist ja unglaublich präzise, wie der industrielle Mord vorbereitet worden.
Ne, da haben sie Abteilung gehabt, politischen Katholizismus, politischen Protestantismus, Legitimismus, Marxismus, Juden natürlich, nicht? Römisch 4, Gestapo, Groß B, Gegner und Arabisch 4, Judenangel. Es ist doch unglaublich perfekt geplant worden. Das muss man doch sehen. Darum bin ich, nein, wer bin ich und wer ist die große Hannah Arendt? Aber es waren viele, besonders auch Emily Cazzetta, die gesagt haben, zu groß sie ist, politische Denkerin. Aber ihre Analysen über den Eichmann, dass sie den so fast wie so eine Banalität, das ist ja nicht, ich meine, der war, wenn Sie seine Rolle sehen, wie Hitler immer wieder als Konferenzen mit dem Horthy im Schloss Gressheim sagt, oh, die ungarischen Juden, das waren ja noch jene, die, das war unter Sondergesetzen, und da bildet im März, da bildet dann der Eichmann bei einer Geheimkonferenz das Sonderkommando Ungarn. Ja. Und er geht das erste Mal mit seinem Stab nach Budapest, teilt das in 5 Rajone ein, also alle, die am nächsten waren, den Sowjetruppen zuerst, damit er sie noch ermorden kann, mit Hilfe auch zum Teil der ungarischen Polizei. Ja, das ist ja unglaublich. Die haben doch vom 15. Mai bis 9. Juli weit über 400.000 Häftlinge nach Birkenau gebracht. Wobei also die Diskussion ist, circa 28-30% sind am Beginn zum sogenannten Arbeitseinsatz, also Vernichtung durch Arbeit, aber wie lange haben die gelebt? Keine Strümpfe, Holzschuhe, 12-stündige Arbeit, Schläge, Kälte, fürchterliche Verpflegung. Ja. Nicht besonders, was Sie erwähnt haben, Monowitz, das, was wir durch Primo Levi kennen. Nicht? Aber man kann doch das nicht so sagen. Ich meine, wenn man das Protokoll der Wannsee-Konferenz, das ja ein paar Mal umgeschrieben wurde, Protokollführer war ja der Eichmann, mit einer Statistik, die ihm die jüdischen Behörden in Deutschland liefern mussten. Doch unglaublich geplant gewesen. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, dass Hannah Arendt die Analyse der Kollaboration zwischen Mob und Elite, das würden Sie auch so sehen. Sie meinen aber, dass Hannah Arendt Eichmann auf den Leim gegangen ist. Sagen Sie, ich habe hier eine Scheu. Die Hannah Arendt ist eine bedeutendste politische Denkerin gewesen. Wer bin ich im Vergleich jetzt, wie, ich bin ja kein Wissenschaftler, um hier so apodiktische Urteile. Aber das, was sie über die Judenältesten in den KZs berichtet, ja, da muss man in einem KZ gewesen sein, um den Spielraum dieser, nehmen Sie Theresienstadt, das Schicksal der 3 Judenältesten. Der erste, ein Tscheche, ein sozialistischer Zionist. Übrigens werfe ich vielen vor, die, wenn sie mit Zionismus beschäftigen, aber nicht wissen, die Spannbreite des Zionismus. Von extrem links, fast Lenin bis rechts. Es gibt ja 6 Hauptströmungen, aber das ist nicht unser Thema. Ja. Jakob Edelstein ist dann ermordet worden. Sein Nachfolger, ebenfalls ein sozialistischer Zionist, Palestinien ist auch ermordet worden. Und der dritte war dann der Rabbiner Benjamin Moshe, ein großer Gelehrter, sagt man, ich sage, ein Mann, wenn Sie den Film von ihm sehen, atemberaubenden Intelligenz, unglaublich intelligenter Mann, natürlich ein Falstaff-Typ, man muss ja das sehen, am Bahnhof, also dort habe ich ja arbeiten müssen, waren ja keine wenig alte Häftlinge, natürlich der geschrien von der SS, es kommen mit Brettschers aus. Ja gut, also muss man da die Situation sehen. Er hat versucht, in seiner Art, das ist eine große Diskussion, nämlich die Frage, wer hat bestimmt, wer auf Transport geht, was ja auch ein Problem war. Es gab in Dresdenstadt ein Wort, das hieß rausreklamieren. Und wenn jemand zu Murmelstein gekommen ist, hat er gesagt, gut, dann gehen Sie in den Transport. Den hat er,
da muss man das einmal erlebt haben. Eine Entscheidung, die man moralisch gar nicht treffen kann. Kann man, das ist so, das war so wie der Judenälteste von Litzmannstadt. Diese Menschen waren in einer grauenhaften Situation, diese Juden. Ich glaube, jetzt einzige Kohle. In Berlin gab es eine wunderschöne Frau. Ich glaube, die haben es halb totgeschlagen einmal. Und die hat dann kollaboriert. Die hat mit ihren Geliebten sozusagen Juden, die sie kannten, die praktisch sie versteckt haben, verraten. Das sind sicher so Fragen. Ich wäre gerne ein großer Talmud-Kenner, aber ich bin es natürlich nicht so weggekommen, sondern wo es heißt, dein Blut ist nicht röter als seines. Also ist nicht alles erlaubt mit diesem Bikur, Nefesh, das Leben geht bevor. Ne, du zum Beispiel. Aber die Hannah Arendt ist ja nicht umsonst von ihren besten Freunden, zum Beispiel den Kurt Blumenfeld, ja. Das war der große Ideologe des Zionisten, hat mit ihr nichts mehr zu tun haben wollen. Auch Gershom Scholem. Hat sie daran erinnert? Nein, sie haben ihr vorgeworfen, sie ist hier überkritisch. Ja. Oder wie schon am liebsten. Und auch Sperber. Es gibt ja einen Sammelband über die Ausführungen der Hannah Arendt. Ja. Aber wie gesagt, ich bin hier deshalb vorsichtig, weil wer ist die Hannah Arendt, wer bin ich? Von der wissenschaftlichen Qualität. Aber hier sind Urteile, es gibt einen Satz in den Sprüchen der Väter und Damen, der lautet, es gebe mir keinen einen Rat, der nicht in meiner Situation war. Also hier mit den Beurteilungen soll man sehr vorsichtig sein. Ja. Sehr vorsichtig. So wie es einzelne Fälle gab, einzelne, so habe ich gehört, wo ganz wenige, ich habe es nie verifiziert, wo Ehepaare aus Prag kamen, aus der besten Prager Gesellschaft, schöne Frauen, solide Frauen, die ihre Männer geliebt haben. Wie gesagt, ganz wenig Fälle sollen das gewesen sein, mit einem Kind. Und die haben erkannt, das Kind wird verhungern. Es gibt noch eine Chance, noch ist sie schön. Sie muss versuchen, mit einem Mann der Küche eine sexuelle Beziehung. Angeblich sind das ganz wenig Fälle gewesen. Ich habe das ja nicht überprüft. Ihren Männern haben sie nichts gesagt, aber die Männer haben es ja geahnt und um es der Frau leichter zu machen, nicht mehr gewusst warum, waren sie so habe ich das gehört. Wie wenn sie taubstumm und blind sind. Man muss doch diese Situationen sehen. Ja. Oder die Geschichte mit der Mütze, diese berühmte Sache, wenn man die Mütze in Auschwitz gehabt, verloren hat, der nimmt von denen, er wird ihm geraubt und danach nimmt er es von anderen. Ja. Das war dann einer der berühmtesten Journalisten in Israel. Das ist etwas, was nicht gedeckt ist, weil da heißt es, dein Blut ist nicht röter als das andere. Darf ich Sie? Ich muss noch einmal eines betonen. Leider wiederhole ich mich da immer wieder, aber das ist ein Stehsatz von mir. Und der lautet: Nach dem neuesten Forschungsstand wurden 2/3 des europäischen Judentums ermordet aus 25 Ländern. Darunter 1,5 Millionen Babys, Kinder und Jugendliche, wie schon gesagt, durch Schlachthäuser nach Rädern, sind ja zu langsam gegangen, die Munition hat zu viel gekostet, darum haben sie das. Außerdem sollen angeblich SS-Männer in Babi Yar irrsinnig geworden sein. Dann durch diese Gasautos, ging aber auch nicht, ein Riesenzeug bei 100.000, weil ja Menschen sie beschmutzt haben in der Angst. Und dann kam eben der Stellvertreter von Höss, Hauptsturmführer Fritsch, glaube ich, auf die Idee mit dem Zyklon B. Was ist? Da hat man ja erst eine Baracke mit russischen Kriegsgefangenen, hat die verbiegt. Und wieder zurückgekommen ist, hat man gesagt, wir haben's. Und wenn man das alles, man muss sich ja vorstellen,
dass der Erfinder der Gasautos, der SS-Standartenführer, mich schon mit einem Kommando war zum Rommel, nach Afrika, zum Afrikakorps, um schon vorzubereiten, da gibt es ein Standardwerk, die Liquidation der marokkanisch-tunesischen und algerischen Juden, wenn sie, durch Glück hat man bei El Alamein gewonnen, der Montgomery. Und wenn man das alles nicht kennt, noch einmal, versteht man ja uns überhaupt nicht. Man sagt, ne? Beispiel, dass ich bei so einer Buchpräsentation hart gegen jene vorgehe, die nicht erkennen, dass eben 7 Fälle es gibt bei Burschenschaften, wo zum Beispiel der Kommandeur des Vernichtungslagers Treblinka, Eberl, von der Innsbrucker Germania weiter in der Mitgliederliste ist. Oder wo der Ernst Kaltenbrunner von der Chef des Rechtssicherheitsamtes nach Heidrich bei der Grazer Arminia. Und als man mal gefragt hat, hat mir ein Professor gesagt, wie ist das möglich? Und ich gesagt, was übrigens gar nicht falsch war. Ja, bitte. Zu uns war er ein guter Bundesbruder. Wird wahrscheinlich sicher wahr sein. Und da könnte man noch zum Beispiel den Fall anführen von den Gerhard Lausecker, der mit einem Kommando umgebracht hat, den Vorsitzenden der israelitischen Kultusgemeinde. Und der Name ist noch immer am Ehrenmal am Westfriedhof in Innsbruck. Und da gibt es noch andere Fälle. Man, das ist unfassbar, bitte. Ja. Unfassbar. Sie haben einmal gesagt, dass der antifaschistische Konsens nach 1945 nur ein paar Jahre lang gehalten hat. Also nach meiner Erinnerung war es so, dass er die ersten 1-2 Jahre, zumindest in der veröffentlichten Meinung, also Neues Österreich, Arbeiterzeitung, Volksstimme, war eine, wurde hart geschrieben, es gab ja auch, gab 35 Hingerichtete. Es waren also ganz schwere, der Chef der Lager-Gestapo in Auschwitz, der Graber, und bei uns der erste Kommandeur, der im Ungarn-Kommando war, der Seidel, Dr. Seidel, Jurist. Und dann begann es schon, das hat Wiesenthal so gut einmal herausgearbeitet, dass ja die Nazis, oder die, sagen wir nicht die Nazis, denn eines war klar, zweite Wahl durften sie wieder wählen, man kann 600.000 mit dem Parlament ewig in einer Quarantäne halten, das war schon klar. Aber dann kamen 2 Momente, die natürlich die Frage der Bestrafung und überhaupt der Behandlung der Nazi natürlich, der Kalte Krieg, dass die Anti-Hitler-Koalition, das ist nicht von mir bitte, das hat der Wiesenthal gut rausgearbeitet, auseinandergefallen ist. Und zweitens, dass natürlich alle Parteien mehr oder weniger um diese Stimmen gebuhlt haben. Die ÖVP bei der Geheimkonferenz in Oberweis, wo ja auch Kurt Zettler mit ehemaligen Nazis, dann die Gründung des VDU, wo meine Partei, also meistens rechten Flügel, der Helmer gesagt hat, wo hat es eine Einheitspartei der Bürgerlichen gegeben, wo Liberale, Nationale und Klerikale zusammen waren. Während wir um die KP, und die waren praktisch 3 Strömungen des Bürgertums in einer, auch in abgeschwächter Form, die Nationale Liga der Kommunisten, die das also in abgeschwächter, kann man nicht, ist nicht ganz vergleichbar, muss doch sachlich bleiben, aber auch versucht haben, Nazis dann also zu gewinnen. Da gibt es ein Buch, da gibt es eine Studie von Fritz Keller, die wird diskutiert, natürlich auch von einem sehr guten jungen Historiker der KPÖ. Das muss man sich anschauen, aber in Nuancen bitte, hat man das blutet. Und damit war es aus. Und dann gab 1957, war ja dann praktisch, sind ja fast die, ist ja fast schon alles patroniert worden, außer ein paar, ich mag den auch so Kriegsverbrecher nicht, weil das ist hinter der Front passiert,
an Unschuldigen. Die war zwar scharf verurteilt worden von der SS-Polizeidivision, aber relativ bald begnadigt worden. Und da war es dann schon klar. Und dann hat man schon gespürt, was natürlich zum Teil auch verständlich war. Ewig konnte man so eine Riesenmasse nicht fernhalten. Waren Sie damals von Ihrer Partei, die Sozialdemokratie, waren Sie von dieser Partei diesbezüglich enttäuscht? Da muss man die Situation in der Sozialdemokratie kennen. Die Sie sehr gut kennen. Ja, ich hoffe, das kann man nicht sagen. Da muss man natürlich sagen, dass die Kärntner Sozialdemokratie am Beginn von einem RS, also Revolutionären Sozialisten, gerätinig antifaschistisch, aber dann doch sehr viel Wasser in den Wein gegossen hat, was die Nazi betroffen hat, und die ÖVP in der Steiermark. Dass aber die ganzen antifaschistischen Auseinandersetzungen, die ich ja erlebt habe, weil der letzte, eigentlich vorletzte, es gibt noch den Dr. Rosner, also 1946, schon bei der Hochschulwahl, wo ja junge Offiziere der Wehrmacht zum Teil gestört haben, nicht, wo man bei einer Versammlung den Rabowski, das war kommunistische Stundenfunktion, des Sabudes hingerichtet worden, praktisch beschimpft hat. Dann 1948, die Ariseure, die sich als Verband der Rückstellungen getroffen haben im Hotel Wimberger, 1955, als ein Rechter, der aus dem VDU ausgeschlossen wurde, Hungerrente und die jüdischen Forderungen in Österreich, der Dr. Stüber, im Hotel Münchner auf eine Rede. Dann kommt 1959 das erste Mal, wo der sogenannte nationale Wien bei der Schillerfeier antritt. Das waren die Burschenschaften. Ja. Das waren der österreichische Turnerbund, der Motore. Dann kommt die Baradeikewitsch-Affäre. Da muss man natürlich sehr genau sagen. Da gab es drei Gruppen auf der anderen Seite. Da gab es MKV und CV, die geglaubt haben, dass die Hochschulautonomie gefährdet ist, wenn man gegen den Baradeikewitsch vorgeht. Nicht? Der ja, nein, auch der Unterrichtsminister damals, der Biffel Berzelit. Dann gab es natürlich die Deutschnationalen und dann gab es natürlich Extremleute wie den Kümmel, der den Kirchweger niedergeschlagen hat, den ersten Toten. Übrigens hat es mehr Tote gegeben, denn es war ja an zwei Abend die Demonstration, am 29. März. Und da haben wir, da war ich aber nicht bei den Beratungen dabei, da wurde von der österreichischen Widerstandsbewegung, die eine Dachorganisation war, erkannt, wir brauchen für die große Demonstration auch eine Riesenordergruppe. Deshalb war nur ein Toter, aber es hätte mehr geben können. Denn als das begonnen hat, war es so, das begann um 16 Uhr bei der Technischen Hochschule. Wir wurden schon empfangen mit Böller und mit Orangen, wo Farben waren und mit Wurfgeschossen. Das ist ja unheimlich zugegangen. Und die Schlacht in der inneren Stadt, bis 1 Uhr in der Früh, in allen Straßen der Innenstadt, schwerste Schlägerei, besonders von Sacher. Schnelle Verbände von Gendarmerie und so weiter. Es gab eine Gruppe, ich habe neulich mit dem Mr. Ratzener gesprochen, er wollte es verifizieren, bitte nicht alle, die gerufen haben, hoch Auschwitz, um uns zu provozieren. Nicht alle, bitte. Wie viele das waren, ich kann das sagen. Naja, das ging nicht für sie gut aus. Und es gab ja an der Opernkreuzung am 31. ging ja das hin und her mal. Und dann sind wir durchgebrochen. Da ist es dann sehr, sehr massiv geworden. Und es wurden ja beim Burgtheater Schauspieler, die uns applaudiert haben bei der Bankgasse, ne, das ist ja beim Burgtheater, ja, die natürlich als Kosmopoliten auf unserer Seite waren, wobei auch einzelne Monarchisten auf unserer Seite waren, sind geschlagen worden. Da wird es geschlagen worden, so Mitternacht. Und dann die ganzen Freisprüche, man, das ging doch ununterbrochen. Der General Verbeelen, ein SS-General, was der
zu Tode gefoltert. Der Finanzberater von Eichmann, der Dr. Rakovic, dann, der ist mehrmals freigesprochen, bis der Staatsanwalt gesagt hat, ja, wenn man so viel in einen Waggon reinstopft, ist das lebensgefährdend. Der Novak, der Chef der Transportabteilung im Eichmann-Kommando. Und dann die Murer-Geschichte, der also Gebietskommissar in Wilna war. Und der ja, so sagt man, ich war da nicht dabei, war bei allen Prozess, aber da war ich nicht. In Graz, in einem Blumenmeer aus dem Gerichtssaal entlassen wurde. Es gibt ja die Anekdote von Bronner, seinem Sohn, also den jetzigen Standard, der gesammelt hat, glaube ich, in der Wohlzeile mit dicken Pullovern, glaube das hieß Sammeln für Novak. Und da waren noch ein paar da, die ihn beschützt haben, da müssten wir mit ihm. Der glaubt, der wird Rotbeulen bekommen, der hat einen Riesenbetrag zusammengekriegt. Das muss man auch sehen. Ferdinand Latziner, den Sie ja damals 1959 bei dieser rechten Schillerfeier kennengelernt haben, also bei den Gegendemonstrationen. Das war ja auch für uns, wir hätten, das war ja unheimlich, im Film ist es ja wie der Blecher-Charlie, der später sagt, mir nach, und wir sind plötzlich in der Spitzengruppe, diese sagen, die genau gewusst, wer wir sind, und haben uns Offiziere der Staatspolizei rausgeholt, weil die. Ja. Der hat sich großartig gehalten. Könnten Sie mir eine Sache erklären in Bezug auf den Brodajkowitsch-Prozess? Latziner hat von Brodajkowitsch die Vorlesungen mitgeschrieben. Ja, aber es war ja eine Schwierigkeit. Ja. Denn der Heinz Fischer hat ja im theoretischen Organ der Sozialdemokratie. Ich komme auf die SP zurück, sodass ich nicht glaube, ich färbe da. Nur noch ein. Ist er verurteilt worden, weil er konnte ja den Gewährsmann nicht nennen. Der Latziner war, ja? Der Latziner. Und der AZ und der Fischer ist damals als Parlamentssekretär, als junger, wurde. Nur der Dr. Rosenzweig, nicht, wo der so sagt, Rosenzweig, und da ist gelacht worden, ist dann zuletzt, in der letzten Instanz, ist er frei, weil ja dann der Latziner preisgegeben hat, wer da Mitschriften geschrieben hat. Und entscheidend war ja die Kabarettsendung. Als man gesagt hat, der Bronner Junior, seinem Vater, die Mitschriften vom Latziner. Und ja, der Kurt Sobotka, der jetzt gestorben ist, hat in einer Maske des Brodajkowitsch wörtlich nur wiedergeben was. Und das war ja im Zeitventil. Dadurch ist ja diese Affäre so unglaublich akut geworden. Ja. So wie alles genau erlebt. Ja, aber es gab jetzt zur SP zurück, muss man aber sagen, dass es die Jugendorganisationen waren. Das muss man wirklich differenzieren. Die sozialistische Jugend, besonders der Verband sozialistischer Mittelschüler, der Verband sozialistischer Studenten, Gewerkschaftsjugend, junge Generation mit Kommunisten, war auch Monarchisten, damals diese Demonstrationen getan. Aber es gab auch Leute, wie gesagt haben, was war jetzt von dem Brodajkowitsch, der prüft ja eh so angenehm. Weil der Brodajkowitsch hat ja ununterbrochen, wir waren ja bei der letzten Vorlesung. Ja. Der hat immer erzählt, und der Marx ist das Enkel eines Rabbiners, und der Kelsen Kohn, die alten Geschichten. Wobei er gesagt hat, er ist freiwillig gegangen. Und da ist aufgestanden der Michael Siegert, der ist leider gestorben. Und hat gesagt auf Wienerisch, na was ist heute, Herr Professor, gar nichts von den Juden. Na, das natürlich haben wir einen Wickel gehabt mit den Geschlitzten, wie wir gesagt haben. Also ich bin wirklich der, das kann ich sagen, so wie der Marcel Bravi, glaube ich, 5000 Mal in der Oper war, war ich, das kann ich von mir sagen, bei aller Bescheidenheit sicher der, der bei allen diesen Sachen dabei war, auch bei den Themen gegen Freisprüche, und der bei allen Diskussionen politischen auch war, zwischen Sozialisten und Kommunisten, die ja damals sehr hart geführt wurden, bei allen diesen Forum-Diskussionen, das war so wie der in der Oper war, war das seit 1946 bis heute,
immer mein Leben. Weil der Wiesenthal hat, wie wir beim Burgtheater auf der Bühne waren, mussten wir ja immer zum Schluss rausgehen und eine Erklärung. Ich habe gesagt, ich möchte aus dem Brief vom Wiesenthal, Brief an junge Menschen, einen Auszug lesen. Nicht meine Worte, weil das so gut ist. Wo er sagt, Überleben ist eine Verpflichtung. Und es ist ja in einem Film, das ist ja gedreht worden, die Vorstellung. Wir haben sie auch im Parlament wiedergegeben. Und vor allen Dingen, wenn man die ganze Familie fast ermordet wurde, so war es für mich immer klar, dass ich mich dieser mit meinen Kräften, natürlich mit daneben auch gelebt, bin tanzen gegangen, war ein guter Boogie-Tänzer, liebe Oscar Wilde-Stücke, also ich habe ja nicht monomanisch gelebt, weil das wäre ja schwer verständlich und ich habe sie auch nicht gesucht, bitte. Aber wenn es notwendig war, bis heute, habe ich mich immer gestört. Das war für mich vollkommen klar. Wir kommen dann noch genauer zur Sozialdemokratie. Na, da kommen wir gerne. Schauen Sie, natürlich hat der äußerste rechte Flügel der Partei, zum Beispiel wie der Innenminister Helmer, der auch eine positive Rolle gespielt hat, den kann man es so ganz obtun, denn, ich sage jetzt was Wortes, nach dem 48. Februar in Prag konnte ja nicht die Staatspolizei überwiegend nur KP sein. Nicht? Ich meine, aber die Methoden, dass er dann Nazi eingesetzt hat, das ist wieder nicht, das ist ja alles sehr kompliziert. Es gibt natürlich ein sehr interessantes Buch des Ideologen des linken Flügels der Sozialistischen Partei, des unvergesslichen Josef Hindels, Erinnerungen eines linken Sozialisten, wo sie das Problem, und Sie sehen, ich weiche da keineswegs aus, wo er schildert, dass ihn der Scherf, der damalige Vizekanzler, einlädt zu einem Gespräch ins Restaurant Taschütz. Gab 5 Stunden. Und wo er dieses Gespräch wiedergibt, wo es natürlich auch um die Frage geht, Wählermaximierung, keine Frage. Ein sehr interessantes Gespräch und natürlich gab es Teile in der Sozialdemokratie, das waren keine Nazis, die gesagt haben zu Rosa Jochmann, du Rosel, hör auf mit denen, weil man wollte ja auch einen Teil der ehemaligen Nazi als Sinne gewinnen. Das muss man auch sehen. Und die Partei war nicht mit jeder oder Teile der Partei. Ja. Mit jeder Aktion, die eben die sozialistische Jugend, Mittelschüler, Studenten im Glückstag. Aber es gab auch in der Parteiführung welche, die ja dafür waren. Sehr differenziert, sehr kompliziert. Aber, da mache ich einen Einschub, für mich war immer entscheidend, bis heute, ich meine, ich bin ja nicht blind und kenne die inneren Verhältnisse, sehr, glaube ich, sehr gut. Arthur Köstler, die berühmte Rede in der Carnegie Hall, wo dieser ehemalige Kommunist Folgendes sagt. Man wirft mir vor, warum soll man gegen Stalin sein, wo es doch unglaubliche Mängel in der westlichen Demokratie gibt. Die müssen das beseitigen. Und er gibt das Beispiel, und das ist grundlegend für, dann versteht man, warum ich nach wie vor in der Sozialdemokratie bin, wie wenn man gesagt hätte, warum sollen wir jetzt schon gegen Hitler kämpfen, wo es doch Hotels in den Südstaaten, in Alabama gibt, in den Louisiana, wo in Golfclubs Juden und Neger nicht rein können. Erst müssen wir das beseitigen, uns die Fingernägel putzen. Und wenn das alles diese meint, dann haben wir das Recht. Sagt er nur, dann leben keine Juden mehr in Europa. Und er meint, das ist jetzt sehr, wenn Sie wollen, bescheiden. Wir führten, sagt er wörtlich, in der Rede in der Carnegie Hall, enthalten in der Jugend und der Kommissar, in diesem Essayband,
wir kämpften nicht im Zweiten Weltkrieg im Namen einer totalen Wahrheit gegen eine totale Lüge, sondern nur im Namen einer Halbwahrheit gegen eine totale Lüge. Und nur, es kämpfte nicht weiß und schwarz, sondern nur grau gegen schwarz. Und für mich ist grau noch immer besser als schwarz. Deshalb sehe ich das alles, aber nach meiner Einschätzung kann mich niemand überzeugen. Es gibt zwei Dinge, wo man mich überzeugen kann. Erstens, dass eine Schwächung der Sozialdemokratie ein Riesenglück wäre für Teile der anderen Linken, also Kommunisten gibt es ja nur 1%, oder Trotzkisten oder Maoisten gibt es überhaupt nicht. Ja. Das ist das eine, kann mich keiner überzeugen. Bei aller Kenntnis, bei Gott, viel von Opportunismus, das ich kenne, und auch nicht über das Existenzrecht des Staates. Es ist bei gleichzeitiger natürlich Betonung der Rechte der Palästinenser und wie das man sich hier an. Aber das sind für mich, von meinem Standpunkt, zwei Staatenlösungen und so weiter, klar, wo ich sage, und das vom Köstler, weiß gibt es in der Politik nicht. Ja. Grau ist auch kein Ideal, aber ist mir lieber wie schwarz, ist, wenn Sie wollen, ein Credo von mir. Ja. Sie haben von Ihren Lehrern in Theresienstadt gesprochen. Die fünf, die ermordet wurden. Alle fünf. Lehrern, es war so, die haben sich getroffen. Das waren linkssozialistisch-zionistische, ja, wobei ich die Nasen nicht unterscheide, fast leninistisch und sozialdemokratisch-zionistische. Das können wir halt jetzt nicht auf, habe ich auch damals. Aber ist da irgendwie. Und ich habe immer gefragt, ob ich zuhören darf. Ja. Ob jetzt so der, die sind ja alle ermordet worden. Und die haben mich entscheidend beeinflusst. Da ist ihr politisches Interesse, ja, und Bewusstsein entstanden. Ja. Ja. Und zwar aus diesem Grund, das hängt auch zusammen mit einer Entscheidung, die haben sehr viel über Prozesse miteinander besprochen, ja, wo Juden unschuldig vor Gericht waren. Dreyfus-Affäre, verteidigt aber von Nichtjuden wie Jean Jaurès und natürlich der berühmte Schriftsteller des Chacus. Dann der Prozess gegen den unschuldigen Hilsen in der Tschechoslowakei, verteidigt vom Staatspräsidenten Masaryk. Und mich hat das sehr beeinflusst, dass Nichtjuden hier Ende des 19. Jahrhunderts unschuldige Juden verteidigt haben. Dort. Dieser Prozess von Tisa Eisler, von Baron Ötvös. Und das war ja auch der Grund, warum ich mich entscheiden musste, Sozialdemokratie, also linker Flügel, der damals noch nicht aufgefächert war in drei Strömungen, Strömungen ist zu viel gesagt, Schattierungen, und der KPÖ, und da ging ich ins russische Informationszentrum, im Jahr 1946, und wollte wissen, bei meiner Familie gab es ja Kommunisten, wie soll ich mich entscheiden? Und unter vielen Bänden war da ein dünner, ein mittlerer, und ein ganz dicker Band. Das waren die Protokolle der drei Moskauer Prozesse gegen die engsten Mitarbeiter Lenins, die in einem Fraktionskampf mit Stalin waren. Da könnte man stundenlang reden, das ist nicht unser Thema. Und da hat man gesagt über den Präsidenten der Kommunistischen Internationale, noch dazu jüdischer Abstammung, obwohl das Agnostiker, was heißt Atheisten waren, Agenten der Gestapo. Und da haben wir gesagt, ich bin ja viel zu gebildet noch, aber das kann doch nicht stimmen. Wurden ja auch alle rehabilitiert für ihr Sinn. Und dann habe ich diesen Fragen des Leninismus mit 16, die Rede von Stalin zum 18. Parteitag im März 1939, wo er seine Gegner gesagt, ungeheuer, und wir haben sie wurden erschossen, also grauenhaft, das bin die Ängste. Und dann auch in der Geschichte der KPDSU, die Kapitel, das mir genauso sagen. Ich habe nur gesagt, kann ja das noch gar nicht analysieren, aber na, das stimmt was nicht. Bei aller Anerkennung, dass Kommunisten die Hauptlast getragen haben des Widerstands, dass 12 Mitglieder, das
des ZKs ermordet wurden, dass die Sowjetunion trotz dieser grauenhaften Sozialfaschismus-Theorie des Stalin in den beiden Reden, die Gefahr und die rechte Abweichung in der KPdSU, wo er sagt, die Hauptfeind ist die Sozialdemokratie und dort wieder der linke Flügel, und dann sagt die Rechten in der Komintern und dort wieder diese Versöhnung, dass das ja ein kompletter Wahnsinn war, wurde dann durch den 7. Weltkongress der Komintern wieder geändert. Das ging ja ständig hin und her. Hochinteressant. Aber trotzdem glaube ich, dass meine Entscheidung richtig war. Und dann war für mich auch so entscheidend das Ende der ungarischen Sozialdemokratie im Herbst 1947, wie man erst den rechten Flügelzentrum, linken aufgerollt hat, und dann Prag, die 6 Tage im Februar 1948. Das war gut. Da war es klar für die nicht-kommunistische Linke, es geht nicht. Ja. Dann natürlich diese fürchterlichen Verbrechen, wo Kommunisten Kommunisten verurteilt haben. Ne? Der Reich-Prozess, der Innenausminister, die ja alle rehabilitiert wurden. Der Slansky-Prozess, vor Gericht steht der Generalsekretär der Partei, Rudolf Slansky, der stellvertretende Sekretär, der Frank, der Iden. Ja. Und wo es ja einen Anklang gibt, heute wissen wir es, das ist ja wirklich ein Antisemit, wo man in Radio Prag gesagt, lang und rothaarig, heißt in Wirklichkeit Salzmann. Weil Stalin wollte hier, heute weiß, es gibt eine Habilitationsschrift von Jan Gerber, die Nahostpolitik verändern, wo ja Stalin am Beginn die Sowjetunion ja die Gründung Israels unterstützt hat, sogar die Jure und die Amerikaner erst de facto. Dann der Prozess in Rumänien, das aber, ich habe immer anerkannt, dass Kommunisten in Spanien, die ja die Mehrheit bei den Internationalen, unglaublich tapfere, todesmutige Kämpfer gegen den Faschismus waren. Und dass Stalin, obwohl er die Warnungen in den Wind geschlagen hat, um den 22. Juni 1941, ja, der unterschätzt das ja, trotzdem die Hauptlast des Krieges, die Sowjetunion. Das hat aber das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und die Sozialdemokratie, das hat einmal so gut gesagt der Hubert Pfoch, wir mussten in der Illegalität mit allen zusammen, die Kommunisten vorhin, aber dann musste man gegen die dritte Diktatur kämpfen. Das war die Position auch der linken antistalinistischen Gruppen in der KPÖ, außer der einen Scharfgruppe. Aber das, da ließe sich viel mehr sagen, aber ist nicht unser Thema. Das heißt, es war für Sie eine intellektuelle Entscheidung, ja, aus politischen Gründen und nicht ein Kennenlernen von Leuten wie Josef Hindels, ja, Peter die auch. Strasser. Natürlich, und Czernetz, das ist ja klar. Sie haben auch Stella Klein-Löw kennengelernt. Ich war ja an der Parteischule, Schule der Akademie der Sozialistischen. Natürlich, beides war es. Ja. Aber da habe ich gesehen, aha, es gibt Linke, die bei aller Anerkennung, was ich jetzt gesagt habe, und dann war für mich eben von Köstler die Lektüre von Sonnenfinsternis, und dann gibt es, glaube ich, niemand in Wien, der so eine Bibliothek von Erinnerungen von Ex-Kommunisten hat wie ich. Das war immer das Gebiet, ja, gibt es ein wunderbares Buch von Peter Boris, die sich lossagten. Zum Beispiel, wer weiß, dass der Oberbürgermeister von Berlin, der die Hauptlast im Kalten Krieg geleistet hat, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Deutschland vor Wilhelm Pieck war. Aber das würde, ja, da könnte ich Stunden reden, weil das ist mein Gebiet. Das und diese Sache von Köstler, was ich jetzt gesagt habe, mit den Beispielen. Wir putzen erst einmal die Nägel, und solange die Juden und die Neger nicht in diese, ich sage Neger, weil man so gesagt hat, heute sind die Afroamerikaner, logisch, um ja nicht irgendwie entwehrt. Das erschien mir schlüssig, dass ich sage, naja, ist auch ein Kompromiss, ja, aber Berliner Blockade, Korea, ja. Und dass doch ein Czernetz, der in der Funke-Gruppe war, in der Illegalität, die ganz links waren, doch ja, dann eine andere, aber immer betone ich, und das muss man betonen,
dass wir uns schärfstens vom Goebbelschen Antibolschewismus distanziert haben und immer gesagt haben, es gibt eine linke Form des Antistalinismus und nicht diese hetzerische, fürchterlichen Antibolschewismus eben der Nazis. Nicht? Das hat mich sehr bestärkt. Und wenn Sie die drei Bücher lesen, Sonnenfinsternis, der Jugend der Kommissar oder das Palästina-Buch, Dieb in der Nacht, die Diskussionen zwischen linkssozialistischen Zionisten, ja, und Sozialdemokratie in Israel, da wird geschildert, wie sich Kibbutzim treffen, die verschiedene Positionen haben. Das war's. Ja. Herr Gelbert, Sie haben sich mit ganz rechten Leuten, ja, auseinandergesetzt, mit Revisionisten, mit Neonazis, ja, mit Burschenschaften. Nicht dasselbe ganz, aber... Ja, ja. Sie haben sich auseinandergesetzt, ja, Sie haben mit ihnen gesprochen und diskutiert. Ja, aus zwei Gründen. Ja. Erstens wollte ich wissen, was sie wissen. Ja. Und bei Küssler habe ich festgestellt, er kennt die Literatur, aber nur, was ein Neonazi vom anderen abschreibt. Ja. Und dann, obwohl ich kein Psychoanalytiker bin oder Psychotherapeut, wie... Ich sehe die Viren durch ein Mikroskop ganz ruhig. Aber ich habe nie, ich habe auch vor 40 Jahren mit Windisch, nicht um zu überzeugen, es war mir klar, das ist nicht möglich. Ja. Aber es gab Freunde, die gesagt haben, es war ein Fehler. Weil interessanterweise ich da ganz ruhig bin. Während nicht-jüdische Freunde, die im KZ waren, rabiat waren, und ich war ganz ruhig. Mich würde die zweite Frage, die Sie angesprochen haben, interessieren. Was ist Ihre Antwort, dass die Revisionisten und die Neonazis nicht in der Lage und nicht bereit dazu sind, die Geste Trauer zu vollziehen und verstehen zu wollen? Mit Ausnahmen. Weil der größte davor Raison, ja, dieser Literaturprofessor 19. Jahrhundert hatte einen Schüler, sogar vom Beruf Apotheker, einen Neonazi, französischen Neonazi, der gesagt hat, er soll nach Auschwitz, genau, und soll das widerlegen. Claude Bressac. Und dieser Mann, er hat ein bisschen die Zäune runtergegeben, aber auf 700 da, ist heute auf unserer Seite und der größte Kenner der Welt, sagt man, der Krematorien von Auschwitz. Also das gibt es auch. Ja. Aber die anderen natürlich haben ihr Bild vom Narzissmus, leben in einer, das habe ich ja beim Küssler beobachtet, in einer unglaublichen Subkultur, wo man sich wohlfühlt, sich gegenseitig anreiht, wohlfühlt. Das heißt, das ist die Notwendigkeit für soziale Beständigkeit, ja, in diesem Subkontext. Wir haben es ja bei vielen Subkulturen. Ich meine, es gibt auch Revisionisten, die sagen, man muss es leugnen, um das politische System legitimieren zu können, die sozusagen kontrafaktisch... Na gut, es hat ja umgekehrt der Sartre in der... Ich setze es nicht gleich, ja, mit Camus auch gesagt, man darf über die sowjetischen Gulag-Lager nicht reden, ja, zum Camus, mit dem er ja sehr befreundet war, weil das letzten Endes der kapitalistischen Rechten nützt. Ja. Der Camus hat gesagt, besonders im Stück Die Gerechten, ja, ja. Und noch etwas. Der Faurisson kam zu einem Shoah-Kongress. Ich bin vom Ausdruck Holocaust, obwohl er von Elie Wiesel ist, griechisch, ja, Opfer, nicht, mir gefällt Shoah besser, oder früher Kurban, Vernichtung. Und kam, und dort war der Yehuda Bauer, der berühmteste dort. Ursprünglich berühmteste Shoah-Forscher. Natürlich ist der allergrößte Raoul Hilberg, gar keine Frage. Und er sagt, ich möchte mit Ihnen diskutieren, wie in der Gaskammer. Und der Yehuda Bauer, der ein sehr witziger Mann ist, sagt, ich diskutiere nicht mit Ihnen. Sagt er, warum? Man kann doch über alles diskutieren. Und um den haben sich da hunderte Leute versammelt. Ja. Und der Yehuda Bauer hat gesagt, wie recht Sie haben, mein Lieber. Man könnte auch als Prämisse diskutieren, dass die Erde eine flache Käsepizza ist.
Aber ich diskutiere nicht mit einem Mann, der sagt, die Erde ist eine flache Käsepizza. Und ich diskutiere nicht mit jemandem, der sagt, in Auschwitz 2 Birkenau, Majdanek 2 Lublin, Treblinka, Belzec, Sobibor und Chełmno gab es keine Gaskammer. Ja. Welches Motiv ist es, dieses Hitler freisprechen wollen, das Wegdrängen? Ist es dieses Wohlfühlen in dieser Subkultur, dieses Idealisieren der Waffen-SS, die ja keine feigen Soldaten waren, bestreitet ja niemand. Welche Motive sich hier mischen? Das. Noch etwas. In der Aula, wobei die FPÖ immer sagt, die hat ja mit uns weniger zu tun, ist aber das Organ der Freiheitlichen Akademiker, im selben Stockwerk, so viel war es in Graz, war es so, dass ein Dr. Fred Duswald, ein reicher Erbe, behauptet hat, die KZ-Häftlinge aus dem Mauthausen waren ja für Verbrechen und so weiter. Und daraufhin haben 10 ehemalige KZ-Häftlinge geklagt, grandios vertreten hat es die Dr. Windhager. Und es hat erst nicht gut ausgesehen, weil die junge Staatsanwältin, der ich nicht Rechtssentenzen unterstellen will, ist zurückgelegt worden. Und jemand, der das zu analysieren hatte, auch. Aber man hat nicht losgelassen und so ging das hin und her. Und dann sind sie letztendlich verurteilt worden mit einem Widerruf, scharfen Widerruf, in der Aula. Und natürlich die ganzen Prozesskosten und so weiter. Aber das ging in mehreren Instanzen ununterbrochen hin und her. Es ist aber was von Schmerzensgeld, die Rede weiß ich nicht. Würde es eh hergehen. Aber man muss sehen, dass die Aula und zur Zeit, natürlich im Schnitt haben sie auch ihre Anwälte, die wissen, das geht noch, das geht nicht mehr. Aber das sind schon eine Geschichte. Wer weiß, was kommt. Sie hörten ein Gespräch mit dem 1930 in Wien geborenen Theresienstadt-Überlebenden Rudi Gelbert. Die nächste Sendung, wie immer, am dritten Montag im Monat um 13 Uhr auf Radio Orange. Bis dahin, ein schönes Leben.